Ich habe mir überlegt, dass ich noch den Rückflug zum Teleporter aufnehme. Immer vorausgesetzt, dass ich den Weg überhaupt finde. Und dann die lange Strecke vom Teleporter zurück zur Basis offscreen mache, da sie ziemlich lange dauern wird und ereignislos sein wird. Das muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Ich habe das hier auch. Also ich würde es selber überspringen, wenn ich könnte. Wie ich da auf der Hauptkarte vom Stargate-Raum aus zur Basis zurückfliege. Aber, one step at a time, jetzt erst einmal den Teleporter finden. Falls mir das gelingt. Ich meine, ich war ernsthaft der Ansicht, dass ich dieses Tal da unten noch nicht entdeckt hatte. Ehe ich die Wyvern-Höhle wiederentdeckte. Dass das Neuland für mich war. Das sagt viel über meine Orientierungsskills aus. So. Ah, das sieht doch nach einem Teleporter aus, oder? Ich sehe da etwas Grünes nach unten schimmern. Vielleicht ist meine Irrfahrt, mein Irrflug durch Vanaheim bald zu Ende. Dann kann ich das Kapitel Vanaheim abschließen. Ich habe zwar den Boss nicht entdeckt. Oh, ein Raptor. Habe aber auch keine Lust, ihn jetzt noch groß zu suchen, nachdem ich solche Mühe hatte, hier überhaupt wieder etwas zu finden. Beziehungsweise den Ausgang. So. Ist das der Ausgang? Ich meine ja. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich könnte mein Scheinhorn anmachen. Andererseits, nein, erstmal das Scheinhorn. So. Und aufheben. Und gut, jetzt wo ich erstmal sicher gehen, dass das wirklich der Ausgang ist. Wo war er? Wo war dieses grüne Licht? Ich habe doch nur kurz das Scheinhorn abgesetzt. Ich glaube, hier war's. Da unten krabbelt etwas. Ist das der Ausgang? Sieht sehr danach aus. Ich bin einfach wirklich froh, endlich wieder zu wissen, wo ich bin. Was war das? Das war nur der Flugsaurier, alles gut. Ich könnte mich theoretisch noch hier oben ein wenig umschauen. Aber ich glaube, hier ist auch nicht mehr viel Interessantes. Da oben wird hier wohl nichts sein. Ich schau mal nach. Ach, unmöglich. Da wird sicher eine Barriere sein. Die Zeit kann ich mir sparen.
So. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einen Iguanodon ziehen wollte. Sollte. Den da hinten, den ich gesehen hatte. Aber ich würde sicher im aktuellen Stand des Spiels... Oh! Ja, das sieht ja lustig aus. Keine Iguanodons mehr benutzen. Ja. Ich will es nur aktivieren. Lass mich! Lass mich! Ich glaube, ich hab's... Nein, ich hab's nicht angeklickt. Okay, das wird mühsam. Wie ist das gedacht? Wie mache ich das jetzt am besten? Irgendwie muss ich es schaffen, das Teil zu aktivieren. Oh, so geht's. So, ab nach Hause. Ich glaube... Oh, was ist das denn? Das ist der Diplokaulus. Ich glaube kaum, dass ich selbst die Standardkarte vermisse. So, 4, 3, 2, 1, Abflug. Vermisst habe. So, das war der Grüne. Richtig? Das müsste der Grüne gewesen sein. Das sieht noch interessant aus, die Eisgegend. Und das Gelbe hatte ich wohl das letzte Mal genommen. Da. Sieht gut aus, sieht sehr vollständig aus. Was die Vögel angeht, wahrscheinlich mehr als zuvor. Mir scheint fast, einer der Vögel war hier draußen geblieben, als ich reingegangen bin. Kommt ihr? Das ist schon eine ziemlich stattliche Menge. Aber es ist echt ein gutes Gefühl wieder. Ich sag mal, zu Hause zu sein. Ich bin zwar nicht in der Basis, aber ich bin wieder auf der Hauptkarte. Und es ist dunkel. Wieso ist es dunkel? Erstmal laden. Laden. Dankeschön. Ja! Ich habe daneben geschossen. Einmal um und dann will ich nachschauen, wieso ich hier kein Licht habe. Wo ist mein Scheinkorn? Habe ich mein Scheinhorn nicht mitgenommen? Wo ist mein Scheinhorn? Keine Wunder, dass es so dunkel ist. So was Blödes. Eins, zwei. Nein, du kommst doch mit. Ihr wartet hier draußen. Ich muss anscheinend ein Scheinhorn abholen. Ja. Habe ich eine Fackel dabei? Ich habe eine, aber ich brauche sie im Moment nicht. Hier ist noch ein bisschen Licht. Ich frage mich, wie das passieren konnte, dass ich das Scheinhorn vergesse. Und wieso es mir nicht aufgefallen ist. Ach ja.
Kann ich das eigentlich jetzt schließen? Läuft der Timer trotzdem weiter? Ja. Dann kann ich mir noch ein bisschen die Matrix hier anschauen. Ich stecke fest. Das Spiel mag mich nicht. So, wo zum Geier ist mein Scheinhorn? Es könnte in jeder dieser Richtungen sein. Es ist nicht weit weg. Meine ich. Es ist nicht so lange her, seit ich es das letzte Mal gesehen hatte. Aber es ist das gleiche Problem wie in... wie in Fallen Enchantress. Dass ich keine Einheiten zurücklassen möchte. Da bist du. Wieso bist du da? Ich bin einfach froh, dass ich es relativ schnell wiedergefunden habe. Der richtigen Spur gefolgt. Komm her. So. Und nochmal zurück. Sieht schon beeindruckend aus nachts. Wenn es nicht so ein Irrgarten wäre, mit dem man sich so leicht verirren und so schlecht orientieren kann, würde ich den Ort sicher noch etwas ausführlicher erkunden. Aber so bin ich einfach froh, hier raus zu sein. Und diesmal mit Scheinhorn. Komm. Ich will es aktivieren. Alba Pinguin. So, jetzt haben wir Licht. Ja, so sieht's schon besser aus. Ich kann doch nicht nachts ohne Scheinhorn durch die Gegend laufen. Gut, im Rückflug hätte ich den jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil man in luftiger Höhe vom Scheinhorn jetzt nicht so viel hat. Aber hier unten ist der Radio schon ziemlich gut. Hallo. Einmal auf U. Ah. Endlich wieder eine Karte, in der ich mich zurechtfinden kann. Meistens. Dann bis zum nächsten Mal.